Ja, hallo meine lieben Dacia, Docker, Ausbau, Spirit, Free Spirit Freunde. Ja, der erste größere Ausritt ist geplant, 10 Tage Richtung Kroatien. Und ja, diesbezüglich freue ich mich schon ziemlich. Heute ist Donnerstag, morgen Freitagmittag geht's los. Und was hier sicher einigen schon auffällt, da oben ist jetzt das Dachzelt montiert. Damit wird es einfach um einiges gemütlicher im Dachzelt pennen und hinten halt so alles andere. Und ja, es wird sich schon alles gut ausgehen. Und ja, das mit dem Dachzelt, das taugt man auf jeden Fall auch. Und da werden wir dann später sicher noch einige Einblendungen sehen. Ja, in dem Sinne, jetzt ist es ein bisschen grausig, immer so ein bisschen einrahmer. Wir werden uns dann morgen beim Wegfahren wieder sehen. Baba, tschüss und bis gleich. So meine Lieben, gestern noch zusammengepackt und heute schon am Weg. Heute war etwas Action noch, weil bis vorgestern ist es noch ohne irgendwas möglich gewesen, nach Kroatien einzureisen. Also kein Impfnachweis oder irgendein getestet oder was auch immer. Und das haben sie dann von gestern auf heute einfach mal so mir nichts, dir nichts geändert, ohne dass es irgendwie angekündigt wurde. Das heißt, gestern sind dann die Leute schon stundenlang an der Grenze gestanden und haben nichts davon gewusst. Ich habe das Gott sei Dank heute noch gerade so mitbekommen. Ich war eigentlich schon am Wegfahren, bin am Klo gesessen und schaue noch mal und sehe, Kroatien verschärft seine Einreisebestimmungen und verdammte Kacke. Geht nur noch mit Test oder eben Impfpass und genesen. Nachdem ich geimpft sowieso nicht bin und auch nicht genesen, das ist dann natürlich nochmal spannend, klar, du bist urlaubsbereit, was ist, wenn das Ganze positiv ist? Ja, das ist das andere, aber Gott sei Dank negativ in dem Falle und ja, jetzt einfach noch am Warten und ich melde mich dann später nochmal oder öfter, klar. Ja, hallo meine Lieben, jetzt bin ich schon Zeit lang unterwegs, seit 3,5 Stunden und bin jetzt vor durch Slowenien. Viel Verkehr. Massig viel Verkehr auf jeden Fall. Jetzt Laibach vorbeigefahren. Da kommen dann auch die Wiener und die Grazer von der Seite runter. Ich bin ja über Villach gefahren und da kommen dann beide zusammen. Da ist dann einfach wirklich viel Verkehr. Jetzt wird es wieder ein bisschen besser. Vorher so 40, 50 km/h eine halbe Stunde lang. Ja, und dann bei sich wieder anzukommen, nicht permanent wohin zu wollen. Ja. Ständig dann wohin zu wollen, weil man da, wo man jetzt gerade ist, ja nicht zufrieden ist. Das ist ja der Punkt. Vielleicht sollten wir diese Zeit als Privileg sehen, als Zeit, die noch ganz besonders sein kann. Der wir unser Sein vielleicht wesentlich mehr feiern können, bewusst werden, als wie es. Es ist halt sonst dieses so ein Ventil. Ja, und jetzt konzentriere ich mich wieder ein bisschen mehr aufs Fahren. Bis später. So meine Lieben, jetzt bin ich an der kroatischen Grenze, also Slowenien-Kroatien. Dann schauen wir mal, was das da alles hilft. Ne? Und das.
Testen für den Urlaub, testen für den Urlaub, super. Naja, also da haben wir jetzt nicht wirklich was gebracht. Naja, also für das, dass so ein Wetter gemacht worden ist, gestern sind es 2-3 Stunden an der Grenze gestanden und sie haben jeden kontrolliert, ist es heute offensichtlich wieder anders. Spannend. Aber gut, vielleicht war es einfach nur mehr so ein, oder kommt es jetzt erst? Wir sind jetzt am Meer, es sind noch 100 Kilometer bis zu dem Platz, wo ich jetzt einmal hinfahre. Ein wunderschönes Gebiet. Und dann sehen wir uns wieder. So, hallo meine Lieben, jetzt zeige ich euch mal, wie ich mit dem Dacia Docker Ausbau und dem Dachzelt unterwegs bin. Ja, ich befinde mich jetzt seit ein paar Tagen in Kroatien, im südlichsten Istrien, eine wunderbare Gegend, um hier einfach mal einige Tage zu verweilen, zu entspannen und eben auch Bewegung und Yoga zu machen unter dem Dauermusizieren der Zirkaden, die man ständig im Hintergrund hört, aber irgendwann einmal hat man das Ganze einfach auch integriert. Hier ein wunderbarer Campingplatz, sehr weitläufig und da, wo ich mein Auto aufgestellt habe, relativ wenig los. Das heißt, um mich herum nicht sofort sehr viele Leute, ja, da sieht man jetzt einfach mal das Hochzelt, das Dachzelt so ein bisschen im Hintergrund. Aber wie gesagt, wir schauen uns das Ganze jetzt einmal ein bisschen genauer an. Ja, wenn wir jetzt mal so aus der Ferne drauf blicken, sehen wir das komplette Arrangement quasi. Der Docker, wie er ausgebaut ist, das kennen ja die meisten. Und oben eben das Dachzelt. Und da habe ich mir ja einfach gesagt und mich dafür entschlossen, wenn ich wohl länger bleibe, wenn ich einige Tage wo verweile, dann darf das Dachzelt ruhig mit, weil das ist natürlich super, super praktisch, weil da kann man richtig gut pennen. Jetzt schauen wir einfach einmal rein, wie es im Docker jetzt einmal so ausschaut. Innen drin, ja. Genau, es ist sehr zusammengeräumt. Ich mag das, wenn es nicht so ausschaut. Da haben wir einfach den Kühlschrank. Ich kann diesen Kühlschrank einfach immer wieder nur loben. Ja, für jemanden, für den gutes, frisches, lebensnahes Essen, Nahrung wertvoll ist, kann ich einen Kompressor-Kühlschrank einfach wirklich wärmstens empfehlen. Der kühlt immer herunter auf die Temperatur, die ich brauche. Ich habe hier auf 0 Grad eingestellt und das holt er sich ganz, ganz locker. Macht auch kaum Lärm. Schauen wir mal kurz rein. Der ist auch momentan gar nicht mehr so viel drinnen, weil ich gerade fürs Frühstück ein bisschen was rausgeräumt habe. Aber der ist wunderbar, der ist kalt. Und das muss ich wirklich sagen, das ist einfach Gold wert. Also die Prüfung auch in warmen Gefilden super gut bestanden, wirklich super gut bestanden. Weil, wie gesagt, es ist so lässig, wenn du eine Butter bzw. Alsan, die ich nehme, verwenden kannst, die nicht schon von selbst verrinnt, sondern hier wirklich streichfähig ist, wie sie einfach zu Hause. Ja, und sonst habe ich halt hier unten so ein bisschen die Sachen, die ich so brauche. Gitarre darf auch mit, genau. Und da haben wir halt dieses Kastel, das ist grundsätzlich mal auch hier voll mit Nahrungsmitteln. Hinten ein paar so Gebrauchsgegenstände, die man halt so braucht. Seile, Zurgurte, Gaskartuschen, was auch immer. Machen wir gleich wieder zu.
Und da halt eben auch diese tolle Schublade, ein paar Teller, Besteck ist drinnen und ein paar Nahrungsergänzungen, die drin haben, und da sowieso, das kennen wir eh alles schon. Ich habe auch meinen Smoothie-Mixer dabei. Ja, das wäre es mal so herinnen, und das bleibt so, und das finde ich cool, dass es ordentlich ist und ich nicht ständig zusammenräumen muss. Ja, so einen kleinen Tipp, den ich gleich mal geben möchte. Ich habe leider Gottes mit Entsetzen feststellen müssen, dass ich im Dachzelt ein paar kleine Löcherchen drinnen habe. Und da bin ich drauf. Ja, dann bin ich leider drauf gekommen, dass die Ameisen das mögen und die sich da wirklich über das Zelt hergemacht haben. Ich habe voriges Jahr schon mal so ein ganz, ganz, ganz kleines Löchlein gesehen und habe mir gedacht, ist vielleicht irgendein Fehler, keine Ahnung. Es hat sich da nichts weiter getan, jetzt habe ich es einfach so lassen, und jetzt bei diesem Aufenthalt merke ich, ups, da sind ein paar kleine Löcher dazugekommen, und dann merke ich, da ist eine super Ameisenstraße darauf, und die Ameisen erfreuen sich offensichtlich an dem Stoff und haben das sukzessive abgebaut. Ja, ich habe mir beholfen, Google macht es möglich, Essigwasser, das bringt die Ameisen dazu, ihre eigene Fährte nicht mehr aufnehmen zu können, das bringt sie durcheinander, der Essig, und ja, und jetzt ist das Ganze halbwegs im Griff, und wichtig ist, dass die Löcher einfach nicht mehr werden. Ja, dann schauen wir uns das einfach einmal von innen an, das Ganze. Ja, hier habe ich einfach nur zusätzlich die Matratze, die unten drinnen ist, am Sitz, im Docker hier mit draufgegeben, dann ist es super Liegekomfort. Und man hat einfach mächtig Platz in diesem Zelt, 1,40 Meter breit und 2,40 Meter lange. Also da hätte auch der Riese von Lenger mit seinen 2,57 Meter fast reingepasst. Gut, jetzt schauen wir uns nochmal die Löcherchen da oben an, die mir keine Freude bereiten. Ich weiß nicht, ob man die jetzt da sieht. Genau, das leuchtet jetzt ein bisschen durch. Genau, und das sind die Ameisen. Das kann es nicht sein, gell? Aber wie gesagt, mit Essig einfach hier ums Auto, ums Zelt hier immer wieder befeuchten, dann verlieren sie ihre Spur, und ja, Gott sei Dank ist jetzt seit 2 Tagen circa ruhig. Ja gut, so schaut es im Dachzelt oben aus. Ansonsten schauen wir da nochmal rein, wo ich ja den einen Sitz drinnen habe lassen. Also das muss ich auch sagen, das bereue ich auch nicht, dass der Sitz da drinnen ist. Finde ich gut, man kann ihn sowieso auch als Ablage benutzen, und man kann ja, wie gesagt, für das ist er ja auch da, wenn man wirklich auch mal zu zweit unterwegs ist und man ist irgendwo und es regnet, dann kann man sich da auch schön hinsetzen, da hinten natürlich auch auf die Bank. Also von dem her, vom Platz her und so, bin ich super zufrieden. Was wir uns noch anschauen, ist natürlich die Stromversorgung. Ja, da haben wir das Solarpanel, das eine, ich habe 2 von dieser Sorte und habe aber nur 1 mit und muss sagen, das genügt. Ja? Ein 50 Watt Panel, das genügt. Es ist einfach auch vom Platz her besser. Brauche ich nicht so viel mitschleppen, und das genügt einfach super gut für den Strom. Ich bräuchte hier am Campingplatz natürlich keinen, habe ja Stromanschluss. Doch ich habe es einfach auch mal ausprobiert, ob der Kühlschrank mit reinem Solarstrom einfach auch betrieben werden kann, ohne dass ich was dazu brauche, und das funktioniert. Ja, und da haben wir eh sowieso die Batterie drinnen. Draußen sehen wir 2,4 Ampere oder was auch immer das ist. Wie gesagt, meine elektrischen Kenntnisse sehr schlecht. Aber das ist so ziemlich das Maximum, was man mit einem Solarpanel mit 50 Watt rausholt. Mit 2 wäre es die doppelte Hälfte, wäre es die doppelte Menge. Aber das brauche ich jetzt in dem Falle nicht, da ist natürlich der Umwandler. Ja, ob ich nun das Notebook anhänge, den Kühlschrank dazu, was auch immer, das geht alles tadellos, und das macht mich natürlich super, super happy, weil das auch eins der wichtigen Anker ist, stromautark zu sein. Weil wenn man unterwegs ist, ist man auch nicht immer auf einem Campingplatz und mag man vielleicht auch gar nicht,
ständig auf einem Campingplatz zu sein, aber die Tage hier an dem wunderbaren Ort in Kroatien bleibe ich einfach auch der Erholung wegen hier mal stehen für gut eine Woche und ja, das ist natürlich auch super, aber wenn es dann nach Kroatien weitergeht, wird die Stromanlage sicher noch seine Dienste verrichten. Ja, in dem Sinne seht jetzt einfach noch ein paar geile Naturaufnahmen von hier, ja, extra gemacht mit dem Fluggerät, yeah. Genau, ein paar wunderschöne Luftaufnahmen und in dem Sinne alles Liebe von meiner Seite, euer Gio, Dacia Docker, Ausbau, Umbau, mit Dachzelt unterwegs, Baba, ciao, tschüss, servus, bleibt gesund, werdet gesund und vor allem folgt eurem Spirit.